um den Wiederaufbau des 1945 schwer kriegsbeschädigten und 1950 von der DDR-Führung gesprengten Berliner Stadtschlosses voranzutreiben, startete der Förderverein 1992 ein großes Projekt. Damit die Berliner, die Touristen und die Politiker einen Eindruck vom Aussehen des einstigen Schlosses in Originalgröße gewinnen konnten, baute man vor die Westfassade des damals noch stehenden Palastes der Republik ein riesiges Raumgerüst und hängte an dieses Gerüst Teile der gemalten Schlossfassade im Maßstab 1:1. Das Raumgerüst wurde von der Thyssen-Hünnebeck GmbH gesponsert und errichtet. Als weltweit größtes Raumgerüst hat es einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde bekommen. Teile der Nord-, der West- und der Südfassade des Schlosses wurden in der Nähe von Paris nach Entwürfen der französischen Großbildkünstlerin Catherine Pfeff auf 10.000 Quadratmetern Planen von 50 Künstlern in 1.500 Manntagen Arbeitszeit gemalt. Diese Planen wurden dann vor das Raumgerüst gehängt. Da die Schlosssimulation schmaler war als der Palast der Republik, wurde vor der Nordwestecke des Palastes eine Spiegelwand errichtet, die die Nordseite der Schlosssimulation optisch vergrößerte. Am 30. Juni 1993 wurde die Schlosssimulation in Anwesenheit des damaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Eberhard Diepgen, der Öffentlichkeit übergeben. Bis zum 30. September 1994 zog die Simulation Hunderttausende Besucher in ihren Bann.